So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon Deluxe mit unserer Welt im Jahre 2421. Und es kam gerade ein neuer Kommentar rein. Gucken wir mal rein. Ulrich Blumentritt schreibt: Bitte keine Blocksignale an Ausweichstellen, das führt früher oder später nur zum Deadlock. Bei nur zwei Zügen mag es so noch funktionieren, aber bei mehr Zügen führt es unweigerlich zum Chaos. Einfach nur ein einseitiges Fahrtsignal als Ausfahrsignal. Jo! Ich nehme mal an, er bezieht sich auf den Umbau hier bei der Strecke. Ja, dann würde ich sagen. Achso, da können wir nochmal ein Herzchen geben, einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und an der Stelle vielen Dank, dein Kommentar wurde live in der Aufnahme vorgelesen. Ja, korrigieren wir das doch nochmal schnell hier und bauen. Was wollte er? Einseitiges Fahrtsignal. Jawohl. Kann man es auch so umwandeln? Nö, natürlich wieder nicht. Das war eine komische Signalzuckung. Achso. Nee, Moment. Doch. Ist das das? Ja. Sieht so aus. Er macht es nochmal einfacherweise einfach weg und. So neu. Ich hätte gern das historische, das hier bitte. Lass eine historische Bahnstrecke ist. Gefahr? Nee, im Moment nicht. Dann ist hier noch eine Ausweichstelle. Und dann, wo ist denn der Zug eigentlich gerade? Der steht dort gerade in der Station. Okay. Das heißt, wir können ja auch nochmal schnell. Das mal machen. Und dann jetzt noch hier unten. Da warte ich auch mal, bis der Zug dort durch ist. Das nämlich bedeutet, dass dann der Streckenabschnitt gesperrt ist und dann der Zug aus der Gegenrichtung dann hier auch nicht reinfahren kann. Dann passiert da auch kein Unglück. Also hoffe ich jedenfalls mal. So, genau, jetzt haben wir es angepasst. Dann schon mal vielen Dank für den Hinweis. Und ja, dann mal eine kleine News, die ich heute bei golem.de gelesen habe. Ich gehe da auch mal kurz rein, ihr seht das jetzt nicht. Das passt gerade so schön zum Let's Play. Sega bringt Mini-Arcade zum Mitnehmen. Ne, das war es eigentlich nicht. Wo steht's denn hier? JR Zentral stellt neuen Shinkansen in Dienst. Der neue japanische Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen N700S kann kurze Strecken ohne Oberleitung fahren. Höchstgeschwindigkeit 285 kann er fahren und der wird zwischen Tokio und Shin-Osaka im Einsatz sein, oder ist er schon im Einsatz? Ja. Genau. Da gibt es also mal eine Neuigkeit aus dem japanischen Eisenbahnwesen. Den haben wir hier natürlich in der Staffel im GRF noch nicht drin. Aber egal. Ja, die Sitze sollen bequemer sein, es soll mehr Fußraum zur Verfügung stehen und an jedem Sitz gibt es zusätzlich eine Steckdose. Jo. Cool. Mensch, da können sich doch mal unsere Bahn mal glatsch ein Beispiel dran nehmen, was so den Fußraum, obwohl es geht eigentlich, muss ich sagen, es ist jetzt nicht so,
dass es da irgendwie extrem wenig wäre. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier so diese Strecke sehe, einfach von hier noch einen Abzweig einfach hier hochbaut. Dann könnten auch Züge von hier unten direkt. Na gut, die könnten eigentlich auch hier fahren. Aber dann könnte man. Oh, weiß ich jetzt nicht. Oh. Wobei ich sagen muss, man geht gerade schon so ein bisschen die Ideen aus, was man hier jetzt noch bauen kann in der Staffel. Wir haben schon so viel gemacht hier. Aber wir haben ja noch hier unten, die Insel muss ja noch ein bisschen besiedelt werden. Die, oh, guck mal, wie das ja schon aussieht, das läuft ja richtig hier. Und dann soll natürlich noch hier einmal die Runde gedreht werden. Das nähert sich so langsam der Erschließung, hier ist aber noch ein bisschen. Aber ob wir das hier erleben werden, ist natürlich dann die große Frage. Vor allem, wenn wir hier wieder irgendwelche Sackgassen reinbauen, die ja nicht gut für das Stadtwachstum sind. Weiß ich nicht, aber bauen wir da jetzt so diagonal drüber? Oh. Aber hatte ich nicht noch irgendeine andere Baustelle hier irgendwo gehabt? Hier, ne? Und das nicht hier? Na gut, hier fahren sie schon rum, aber manche Züge fahren. Dann glaube ich hier vorne rechts, ne? Ja, es geht ja schlecht, das hier zu dingsen. Ach so, die Frage war jetzt, die Strecke, die zurückfährt, ob man die irgendwie auch hier runter legen kann. Ja, das würde prinzipiell gehen. Das Problem ist halt bloß dann wieder hier der Wald. Beziehungsweise müsste man dann hier wahrscheinlich irgendwie eine Brücke bauen, dass man dann mit dem Gleis direkt hier drunter durchbauen kann. Müsste man dann hier noch ein bisschen die Brücke umändern. Und dann würde man hier irgendwie rauskommen. Das würde gehen. Dann wäre das nämlich noch eine richtige Fahrzeitverkürzung. Ist natürlich problematisch, weil die dann ja das Depot nicht mehr anfahren können. Oder? Nee, können sie sowieso nicht. Können sie sowieso nicht. Können sie sowieso nicht. Ja, würde ich sagen, bauen wir das doch noch einfach, ja? Und dann gucken wir mal dort unten dann. Dann würde ich aber hier einen Tunnel durchbauen. Das passt auch hier genau. Aber ich würde die Strecke erstmal hier lassen. Oder ist die notwendig? Na gut, da kommen eh bloß die Züge von hier. Könnte man dann wahrscheinlich auch abreißen. Würde ich mal sagen. Ja, aber wir bauen das erstmal jetzt hier rein. Das bedeutet natürlich wieder Brückenabriss arbeiten. Wir machen das jetzt mal anders, dass hier der Shinkansen-Betrieb nicht irgendwie gefährdet ist. Brücke hin, die auch vielleicht ein bisschen langsamer nur überfahren werden kann, weil das ja ein. Ach, als Schmalspur, das ist natürlich auch schon Sinn. Weil das ja schließlich nur eine Behelfsbrücke ist. Weil Anforderungen vom Kaiser, der Shinkansen, der muss unbedingt rollen. Das kann nicht wieder so eine Beeinträchtigung geben wie bei der letzten Baustelle. Das ist kein Gleis, das ist dort ein Gleis. So, okay, jetzt können wir diesen ganzen Abschnitt hier abreißen. Ich überlege gerade, ob man nicht. Fluss ist hier eh schon gekappt, das kann man eigentlich dann auch hier ganz gleich wegmachen hier, würde ich jetzt mal sagen. Das lassen wir hier so, das ist eine Entwässerung hier von dem Berg, der dann vielleicht hier in so ein bisschen zum Ausgleich, in so einen künstlichen See hier reinfließt. Als Ausgleichsfläche, wie man das ja manchmal hat bei Baumaßnahmen. Und dann machen wir einfach hier, damit das hier nicht immer hoch und runter geht für die Fahrgäste, schließen wir erstmal hier die Lücke. Damit wir ein Maß haben. Und dann
Dann machen wir einfach hier. Das fand hier schon rum, natürlich ein bisschen ausgebremst wegen der Hilfsbrücke. Dann machen wir aber hier das noch mit rein. Und dann können wir es einfach so hier rüber bauen. Was war das vorher von der Brücke? Die hier? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht, ne? Zwei irgendwas. Wie schnell können die hier fahren? 321, na gut, da reicht ja die Betonbrücke, aber ich glaube, da war. Da war so eine, ja, dann nehmen wir die auch wieder. Aber gibt es eigentlich den anderen Shinkansen hier, den die da nachgebaut haben, den N700? Genau, der hier und der neue Zug, der halt, wo ich gerade vorgelesen habe, das ist sozusagen der Nachfolger dann von dem hier und von dem und von dem. Jedenfalls von dem N700 aus ist der Nachfolger. Guck mal, jetzt warten die ja sogar schon. Eieiei, Verspätung beim Shinkansen. Hier steht schon der nächste an. Na gut, eigentlich können die jetzt auch wieder hier richtig fahren, wenn sie das wollen. Die Signale kommen dann gleich noch. Achso, da vorne natürlich auch ein Schiff. Nicht, dass wir denen jetzt hier die Verbindung wegnehmen, aber das klappt ja gut. So, hat man das ja so hier gelöst. Shinkansen kann fahren und die Schiffe kommen auch jetzt. Die Schiffe, sag ich schon, die. Wir können eigentlich den Abstand auch hochlegen, aber das lassen wir jetzt so. So, jetzt kommen wir hier. Brücke drüber, scharfe Kurve. Ah, da muss man aber hier wieder anbinden. Brücke drüber. Wieder so. Wie lösen man das jetzt hier? Ich antworte mal kurz mal schnell auf den Kommentar von vorhin. Schon erledigt. Zack. So, direkt hier in der Aufnahme mal Kommentar. Auf einen Kommentar eingegangen und den Vorschlag umgesetzt. So muss es doch sein. An der Stelle nochmal vielen Dank und